Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Teschendorf Naturfotografie. Wir sind mal auf dem DAS und was macht man auf dem DAS? Natürlich Kraniche fotografieren und auch Hirsche fotografieren. Die Kraniche, da kommt man ganz gut auch so ran, mit dem Auto, kann das Equipment gut mitnehmen. Aber gerade bei den Hirschen ist es so, da muss man an den Darßer Ort, das ist ein Waldstück hier auf dem nördlichen Gebiet, auf dem nordwestlichen Gebiet der Insel. Und da ist absolutes Autofahrverbot und deswegen sind wir da dann mit dem Fahrrad hingefahren. Und jetzt fragt man sich, wir haben ja doch eine relativ große Ausrüstung, großes Tele dabei, wie bringt man das dann alles mit dem Fahrrad gut und sicher vor Ort? Und da kommt jetzt der gute Tim ins Spiel, der nämlich was ganz Geniales mitgebracht hat, nämlich einen Fahrradanhänger. Ja, ich habe den Anhänger mitgebracht, den ich mir tatsächlich für Fahrradtouren für längere Fahrradtouren, auch mit für Campingausrüstung und natürlich auch für Fotoausrüstung für Tagestouren zugelegt habe. Und wichtig war mir, dass man da tatsächlich auch eine feste Kiste hat, die man zumachen kann, die man auch abschließen kann. Und das Geschickte an dem Teil ist, dass der auch, wenn man ihn dann auseinanderklappt, als Anhänger quasi einen Schiebegriff hat. Auch das haben wir genutzt, wenn man noch ein Stück Fußweg hat vom Fahrradanhängeplatz, kann man den Wagen dann auch noch als Handwagen benutzen. Das ist eigentlich sehr geschickt und zusätzlich ist er auch noch gefedert. Ja, und wenn man ihn dann wieder abstellen will, steht er auch wieder gut und fest. Das Ganze ist ein Teil, die es von einer kleinen Firma aus Niedersachsen gibt, nennt sich Delopa, klingt holländisch, kommt aber aus der Lüneburger Heide und gibt es in verschiedenen Größen und Farben und hat sich sehr bewährt. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch jetzt mal einen Eindruck gekriegt und ihr werdet die Bilder vom Darßer Ort sehen. Da sind auch Aufnahmen, wie wir mit dem Teil fahren. Also von daher, wenn ihr mal einen guten Tipp braucht und Sachen anhängt oder auch selber einen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten können wir auch gerne das nochmal verlinken, was das für eine Firma ist. Das ist wirklich ein geniales Teil, weil es eben auch so fest ist und man es auch gut abschließen kann, wenn man es mal vor Ort sagt, lässt. Aber ich muss zugeben, ich habe mein Objektiv da nicht drin gelassen, als es abgeschlossen war. Das habe ich mir brav ins Büro geschickt. Aber für den Transport super gut geeignet. Ja, man sieht jetzt hier auch, was wir alles tatsächlich in diesen Anhänger packen wollen. Das sind die zwei Fotorucksäcke mit den kleinen Kameras, Stative, dann die große Kamera. Da ist schon so einiges mit dabei. Und deswegen gucken wir uns das ganze Ding doch jetzt mal an, wie wir das am besten machen. Ich habe für das Objektiv, ich habe die Gegenlichtblende draufgelassen, dass ich so ein bisschen Schutz vor der Linse habe. Und ich habe auch die Kappe draufgelassen. Aber ansonsten Kamera und Objektiv an einer Länge, damit das dann auch gut passt. Genau. Aber wir fangen jetzt erstmal an zu packen. Wir haben die Stative, die wir gerne mitnehmen wollen. Wir haben den großen Rucksack von Tim. Den legen wir quer. Dann mein kleiner Rucksack, der passt tatsächlich auch so rum rein. Ja, und dann haben wir eine gute Auflagefläche, wo wir das große Objektiv raufnehmen, damit es nicht zu doll Nahkontakt mit dem Wagen selber hat. Kommt da noch ein bisschen Polsterung dazwischen. Ja, dann mal einmal gucken, dass wir das so machen. Thank you.
Ja. Und dann gucken wir noch, ob das Ganze zugeht. Das tut's. Und dann kann die Reise losgehen.